Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, waren es im letzten Jahr noch eine jährliche Verdoppelung der Zugangszahlen von Asylsuchenden nach Deutschland, auch nach NRW. Wir werden in diesem Jahr eine Vervierfachung, vielleicht sogar eine Verfünffachung der Zugangszahlen erleben. Kamen vor 7 Jahren noch 5.000 bis 7.000 Flüchtlinge pro Jahr nach Nordrhein-Westfalen, sind das jetzt die Zahlen pro Woche. Ja, diese Zahlen fordern alle unheimlich. Diese Zahlen bringen alle an den Rand der Leistungsfähigkeit. Aber, und das will ich sagen, es sind alle, die hier an den Rand der Leistungsfähigkeit sind. Es ist das Land, es sind die Hilfsorganisationen, es sind die Kommunen, es ist auch der Bund. So, und wie reagiert jetzt Politik? Wir haben die Situation nun häufig genug in den Reden beschrieben. Und was zeigt hier die Debatte? Und leider konnten wir heute auch mal wieder par excellence von der CDU erleben. Ergeht sich Politik, lieber Herr Laschet, hier in altgewohnten Reflexen. Erster Reflex, ganz beliebt, das Schwarze-Peter-Spiel. Der jeweilige andere ist immer, möglichst natürlich im anderen politischen Lager oder auf einer anderen politischen Ebene, der jeweils andere ist schuld. Und wenn der nur alles richtig machen würde, wäre alles gut. Also Organisationsversagen der Landesregierung, Kommunen sind die Armen, der Bund macht alles prima. Und wenn Armin Laschet Ministerpräsident wäre, dann wird das hier mal aber richtig gut klappen. Herr Laschet, das nimmt Ihnen niemand mehr ab. So billig kommen Sie hier nicht davon. Das funktioniert nicht. Leider gesellen sich bei diesem Schwarze-Peter-Spiel, ich muss es leider sagen, ich darf es hier als Grüne auch Sozialdemokraten ein. Der Oberbürgermeister von Dortmund ist heute auch schon oft zitiert worden. Was er da mit seiner Erstaufnahme macht, funktioniert so auch nicht. Ja, es kommen fast 80% der Flüchtlinge nach Dortmund, weil dort halt die Leute wissen, dass dort eine Erstaufnahme ist. Ja, sie stehen vor der Tür und sie können nicht aufgenommen werden. Aber vielleicht, liebe Stadt Dortmund, nimmt man da als erstes den Hörer in der Hand, bespricht sich mit dem Innenministerium, als die Presseerklärung dazu zu schreiben, um genau zu wissen, wer hier versagt hat. Nein, das Land schickt der armen Stadt Dortmund nicht die Flüchtlinge. Nein, das Land ist hier nicht schuld. Und vielleicht setzt man sich zusammen, macht ein Roundtable, bespricht die Probleme und findet dann auch Lösungen. Zweiter Reflex, das gute alte Prinzip Abschreckung. Weniger Taschengeld, Sachleistungen, Arbeitsmarktzugang, Fehlanzeige, das wird erstmal erschwert, hat ja einen Pull-Effekt, ja. Wiedereinführung von Visa oder jetzt kommt die ultimative Zauberformel in der Überschrift Ihres Antrages, die Zauberformel der CDU. Die sicheren Herkunftsländer müssen her. Verbunden, und das haben Sie ja hier jetzt auch noch mal gesagt, mit der vollmundigen Behauptung, ich weiß gar nicht, wo Sie die eigentlich hernehmen, dann kommen die schon nicht mehr, wenn wir das alles machen. Ich meine, der Zaun in Ungarn zeigt ja gerade, wie solche Systeme funktionieren, nämlich gar nicht. Lieber Herr Laschet, ich glaube, man überlebt damit, seien zugestanden die nächste Talkshow, die nächste Debatte, da kann man mal richtig auf den Putz hauen, oder das nächste Zeitungsinterview mit diesen alten Reflexen. Ich kenne sie im Übrigen aus den 90er Jahren. Damals war ich Kommunalpolitikerin und habe damals angesichts der steigenden Zahlen genau dieselben Reflexe erlebt. Es war genau dasselbe Muster, was Sie hier auch wieder an den Tag legen. Das eignet sich für die Talkshow, aber das eignet sich, Herr Laschet, nicht dafür, Probleme zu lösen. Probleme wirklich zu lösen und vor allen Dingen lenken Sie damit ab, lenken Sie mit diesen alten Reflexen damit ab und das sage ich hier auch noch mal ganz klar und auch vielleicht selbstkritisch in die eigene Richtung, weil wir sollten uns mal alle hier an die eigene Nase fassen, ehrlich eigene Versäumnisse einzugestehen, Verantwortung zu übernehmen, Realitäten auch mal anzuerkennen und vor allen Dingen wirksame und vielleicht aber auch schwierigere, kompliziertere Lösungen vielleicht gemeinsam mit nach vorn auf den Weg zu bringen. Und die gibt es. Es gibt Antworten und Ansätze, die man aber besser auch gemeinsam in dieser Situation bringt. Erstens das Problem der Strukturen. Ja, ich habe die Zahlen gerade genannt
Unsere Aufnahmekapazitäten sind nicht auf diese steigenden Zahlen eingestellt. Das ist so. Das hätte man vielleicht früher wissen können. Ja, vielleicht auch Sie, als Sie Unamassen geschlossen haben. Aber das mache ich Ihnen hier auch nicht zum Vorwurf, weil das uns nämlich nicht weiterbringt. So, wir müssen diese Strukturen ausbauen. Und das zur Ehrlichkeit gehört dazu, wird dauern. Wenn Sie sich jetzt hinstellen und jede Woche eine neue Zahl, was jetzt das Land an Erstaufnahmekapazitäten braucht, 30.000, 40.000 oder 50.000 in den Raum stellen und Herr Cooper wieder sagt, das haben wir doch schon immer gesagt, es müssen mehr sein. Da ist doch kein Dissens und ich glaube, wir sollten uns auch nicht über die Zahl der Plätze streiten. Es geht darum, dass das Ziel sein muss, dass in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes tatsächlich die Menschen so lange bleiben können, nicht nur, um ihr Asylverfahren abzuwarten, sagen wir auch, um anzukommen, um hier eine Verfahrensberatung zu kriegen, um zur Ruhe zu kommen und ja auch ihr Asylverfahren abzuwarten, wenn der Bund denn dafür die Stellen zur Verfügung stellt. Das ist doch ein gemeinsames Ziel, ob das 30, 40 oder 50.000 sind. Herr Laschet, diese Zahlen bringen uns überhaupt nicht weiter. Im Ziel sind wir uns, da denke ich, einig. Das heißt, wir brauchen diese Strukturen und sie werden so schnell nicht ausgebaut. Weder auf Landesebene noch auf kommunaler Ebene. Das ist so und das sollten wir gemeinsam auch ehrlich den Menschen sagen. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht dabei, ich glaube, und das sagen nicht nur wir Grünen, sondern das sagen uns alle Statistiker, ich zitiere eine Überschrift gestern aus dem Pressespiegel, die Asylsuchenden von heute sind die Steuerzahler von morgen. Ja, wir brauchen diese Menschen und zwar alle. Wir können sie sehr gut gebrauchen. Diese Kommentarüberschrift zum Demografie, die Demografie-Enquete-Kommission hat uns das schwarz auf weiß, im Übrigen interfraktionell, was will man mehr, hat uns das schwarz auf weiß als Erkenntnis geliefert. Wenn, und jetzt kommt es aber, wenn, das können wir tatsächlich als Chance auch begreifen, wenn wir politisch die richtigen Weichen stellen. Und Herr Laschet, da haben Sie 2006 was ganz Kluges gesagt. Ich habe es noch mal gegoogelt, kann man alles nachlesen. 2006 haben Sie gesagt, die Union sollte sich von der These verabschieden, Deutschland sei kein Einwanderungsland. Diese These war schon immer falsch. Das war eine Lebenslüge. Herr Laschet, und heute stellen Sie sich hier hin und sagen, ja, und wir brauchen auch ein Einwanderungsgesetz. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Einsicht. Nur dieser Einsicht folgt keine reale Politik durch Ihre Partei. Das ist doch das Problem. Ihre Kanzlerin, Ihre Vorsitzende hat jetzt zu der aktuellen Debatte noch gesagt, Einwanderungsgesetz ist kein aktuelles Thema für uns. Dann setzen Sie sich bitte mit dieser Einsicht in der CDU durch, denn leider haben Sie außer dieser Rhetorik nicht viel Durchsetzungsvermögen, muss ich feststellen. Denn Ihre Partei verschanzt sich, Stichwort Lebenslüge von damals. Sie begehen den Fehler, dass Sie sich wieder hinter einen neuen Lebenslüge verschanzen. Nämlich, dass man diese, Herr Cooper hat es gerade auch wieder gesagt, natürlich, dass man diese neuen Migrationsbewegungen nur mit dem Asylrecht begegnen kann und ansonsten gibt es nichts. Und wer hier unter das Asyl nicht fällt, den schrecken wir ab, siehe Abschreckungsrhetorik, und den schieben wir schnell wieder ab und dann ist das Problem gelöst. So funktioniert es eben nicht. Das Asylrecht ist keine Antwort auf die Probleme, die wir im Westbalkan haben. Vielleicht, ich habe heute Morgen in den Reden zu der Trauerfeier von Wilhelm Lenz sehr aufmerksam zugehört. Vielleicht brauchen wir in der CDU wieder ein bisschen mehr Modernisierungswillen als eines Wilhelm Lenz, der damals ja sehr wegweisende Erkenntnisse hatte in den 70er Jahren. Ich würde mal sagen, vielleicht hätte der zu dieser ganzen Frage eine etwas pragmatischere Ansicht als das, was die CDU derzeit zu bieten hat. Wir brauchen weniger Zaudern und Zögern, weniger Ja-Aber-Politik, Herr Laschet, sondern mehr Lösungen. Ja-Aber meine ich damit, ja, die sollen hier arbeiten. 3 Monate, dann dürfen sie arbeiten. Aber Deutschkurse, das kriegen sie nicht, damit sie überhaupt einen Arbeitsplatz bekommen. Während des Asylverfahrens, und das dauert leider gerade sehr lange, siehe BAMF-Problematik, während des Asylverfahrens haben Flüchtlinge in unserem Land keinen Anspruch auf einen Deutschkurs. Das ist so. Und allen Forderungen, die wir da im Bundesrat mit Nachdruck Anträge gestellt haben, wurden abgelehnt. Oder ja, arbeiten sollen sie auch,
Aber die bürokratische Barrierevorrangprüfung, die bleibt 15 Monate. Haben Sie schon mal einen Flüchtling gefragt, was das heißt, wie so eine Vorrangprüfung abläuft, wenn er denn mal einen Arbeitsplatz gefunden hat? Das dauert 4 Wochen und dann ist der Arbeitsplatz meistens weg. Ja, die Lehre, die jungen Flüchtlinge sollen hier eine Lehre machen. Ja, das haben Sie im Bundestag endlich zugestanden. Aber danach, selbst wenn der Arbeitgeber sagt, wir brauchen diesen jungen Menschen hier, danach, wenn Ihr Asylantrag abgelehnt wurde, danach soll der junge Mensch mal ganz schnell hier wieder verschwinden. Das ist alles das Gegenteil von pragmatischer Einwanderungspolitik, die Sie hier rhetorisch anmahnen, Herr Laschet. Das ist das Gegenteil davon. Sie haben zuletzt, das sind Fakten, Herr Laschet, Sie müssen sich mit denen auch mal konfrontieren lassen. Ja? Natürlich sind das Fakten. Sie haben einen Antrag aus dem Bundesrat, Ihre Fraktion hat im Bundestag den Antrag abgelehnt, dass jugendliche Flüchtlinge, die erfolgreich eine Lehre hier abschließen, aber keinen anerkannten Asylstatus haben, dass sie danach abgeschoben werden. Sie haben es nicht zugestanden, dass diese Flüchtlinge hier ein Bleiberecht bekommen. Und damit das Umswitchen im Kopf, und das ist das, was bei Ihnen fehlt, dass ein Asylsuchender auch tatsächlich ein Einwanderer sein kann und vielleicht auch für unsere Gesellschaft ein Gewinn. Nein, er kann nicht gut umswitchen derzeit. Es ist nach wie vor für einen Asylsuchenden unmöglich, von seinem Asylantrag, der abgelehnt wird, zu einer Einwanderung, zu einem Einwanderer zu werden und vielleicht einen Einwanderungsantrag zu stellen. All diese Wege, ich könnte die Beispiele weiter aufzählen dieser Ja-Arbeit-Politik. Sie verweigern sich nach wie vor diesen Gedanken, dieser neuen Lebenslüge, meiner Ansicht nach, die Sie weiterhin aufrechterhalten. Hier darf keiner rein. Asyl, ja, aber der Rest bleibt bitte vor den Toren, auch wenn wir sie gebrauchen können und auch wenn wir diesen Migrationsdruck haben. Zusammenfassend, erstens, beim Asyl brauchen wir schnellere Entscheidungen. Ja, es kann nicht sein, dass wir hier Menschen jahrelang, und es sind zum Teil Jahre inzwischen, dass sie auf ihre Entscheidung warten. Damit die, die bleiben können, auch nicht integriert werden können. Die, die gehen müssen, auch keine sichere Perspektive haben, was mit ihnen passiert. Und nachher die Abschiebung umso brutaler wird. Ja, wir brauchen die schnelleren Entscheidungen durch das Bundesamt. Und wir brauchen endlich Integration von Anfang an. Das heißt, mit der Asylantragstellung muss geschaut werden, was kann dieser Mensch, was braucht er, was hat er für Bedarfe, was bringt er auch mit? Und es muss sofort ein Integrationsplan erstellt werden und dann die Ressourcen auch dafür zur Verfügung gestellt werden. Zweitens, Westbalkan. Ja, Anerkennungsquoten unter 1%. Aber die Realität ist doch, dass sich hier diese Wege, die Menschen werden sich diese Wege weiterbahnen. Herkunftsländer sicher eingestuft, hin oder her. Und wir müssen hier anerkennen, dass wir diese Einwanderung nicht leugnen sollen, sondern wir sollten sie steuern und gestalten und als Chance für uns auch nutzen und diesen Menschen legale Wege nach Deutschland, nach Europa zu bieten. Was uns dann nicht davon abhalten sollte, vor der Tür der Europäischen Union tatsächlich auch mal auf die Fluchtursachen zu schauen. Wir waren mit den Innenausschusssprechern in diesem Sommer mit dem Innenminister im Kosovo und haben uns da noch mal sehr eindrücklich informieren können, was denn diese Fluchtursachen eigentlich sind. Viele wissen das sogar, dass sie hier nicht bleiben können. Aber diese absolute Perspektivlosigkeit in ihren Ländern, sagen sie uns, wir versuchen es mal. Ich möchte für meine Kinder eine andere Zukunft haben, noch nicht mal für mich, aber ich möchte für meine Kinder eine Perspektive aufbauen. Warum? Weil dort nach wie vor keine staatlichen Strukturen existieren, weil nach wie vor dort eine hohe Arbeitslosigkeit ist. Die EU kriegt sowas wie Bankenkrisen in den Griff, aber direkt vor ihrer Haustür verhandelt sie hier mit Beitrittskandidaten und schafft es nicht, diese Beitrittskandidaten dazu zu zwingen, ja, ihre Beitrittsperspektive auch unter der Bedingung zu stellen, nicht vielleicht nur eines ausgeglichenen Haushalts, sondern die Beitrittsperspektive für die Westbalkanländer muss auch sein, dort Korruption effektiv zu bekämpfen, dort die Menschenrechte durchzusetzen, Minderheiten nicht zu diskriminieren. Und auch hier hat die EU große Hausaufgaben vor sich, die sie bislang noch nicht angepackt hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, Herr Laschet, mehr Pragmatismus. Wir brauchen das. Aber nicht mit neuen Lebenslügen, die Sie hier aufbauen. Dankeschön.